knick das gleich mal. So, bin ich denn da vorhin so easy rangekommen? Bin ich so? Ah, ich bin so gesprungen, ich Depp. Claro. Logisch. Makes sense. Und jetzt nur nicht an die Minen kommen. Bam. Mumie fragt, war ich heute schon duschen? Dir ist klar, dass der heutige Tag nur noch, warte, eine Stunde hat und somit schon 23 Stunden vergangen sind und meine Chance sehr hoch ist, wenn ich jetzt ja sag, weil entweder duschst du tatsächlich zwischen, also ich sag definitiv ja, weil meine Chancen stehen quasi 23 zu 1. Wenn du jeden Tag duschst, beziehungsweise alle 24 Stunden, wovon ich ausgehe. Somit ja. Meine Antwort ist ja. Wenn du es gestern um 0 Uhr 1 wenn du gestern um 0 Uhr 1 geduscht hast, also eigentlich heute, dann war es auch schon heute. Ich meine nur. Aber ich weiß, du duschst, glaube ich, immer recht spät. Trotzdem, meine Antwort bleibt ja. Ach Gott, was ist denn los hier? Das ist ja ein mieses Level. Ha, aber nicht so. Oh, ich dachte schon, der war nicht. Ich gehe immer erst nach deinem Stream duschen. Das heißt, du hast auch gestern so spät geduscht? Ich weiß das ja nicht, keine Ahnung. Es war ja Wochenende und so. Viele duschen da anders, also ich zumindest, für meinen Teil. Oh Gott. Bro Tsubasa, warum lachst du? Lachst du mich aus? Nicht nett, nicht nett, mein Freund. Oh mein Gott. Shui. Yeah. Wie viele Nintendo DS-Spiele habe ich? 3 Spiele Toleranz von Night Army. Nintendo DS? 11. Random Nummern raten. GG. Oh, what? Oh, ich wäre schon hier gestorben. Jesus. 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 Du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time I play. Uh-oh. I'm afraid of rockets. Oh, shit. Das war dumm. Hui. Da war nicht so viel Hui bei, wie ich mir erhofft hatte. Kann ich es schaffen, eine Rakete durchgehend zu halten? Vor allem, wie lange die halt fliegt, einfach nur. Faszinierend. I'm fascinated, my friend. I'm very fascinated. Oh, der war close. That was close. Ich würde sagen, das war so gut wie eine. Hallo? Kann man durchgehen lassen. Bam. Munge schreibt, ja, ich war auch gestern so spät duschen, war aber noch vor 24 Uhr fertig und war heute noch nicht, also falsch. Nein! Schade. Okay, meine Chancen standen gut, tut mir leid. Es ist schon nach 23 Uhr, aber ich muss morgen nicht zur Arbeit, somit kann ich auch ein bisschen länger machen, Yassi. Bei Night Army hat der Stream gehängt. Ich sagte 11 Spiele. Schätzungsweise 11 Stück. Juhu. Hui. Aber es freut mich. Oh Gott. Es freut mich, dass Bro Tsubasa so fleißig hier zuschaut und so viel Spaß dabei hat bei dem Spiel. Ich frage mich, war das ein Zufall? Wie hast du das Spiel denn gefunden? Ich weiß ja nicht, hast du tatsächlich nach N gesucht? Also diesem Spiel? Oder hast du dir einfach gesagt, ha, ja, ich schaue mir jetzt mal irgendeinen Stream an? Ich weiß ja nicht. Kein Plan. Was haben wir noch? Munge, habe ich lange oder kurze Haare? Kurze Haare. Yassi, okay, aber nicht länger als 23:30. Will noch eine Teen Wolf-Folge schauen. Hey, du kannst mir das nicht vorschreiben. Jetzt kommt wieder eine Jack-Werbung, weil der Stream abgestürzt ist. Schreibe ich sie ihm halt. 23:20, sorry, nicht 23:30. Ich hab's richtig gelesen, nur nicht richtig vorgelesen. Sorry.
Langsam aber sicher tastet er sich ran. Huh! Der war knapp. Ujale. Hat Bro zu Basa mir schon geantwortet? Nein? Schade. Ich würde gern wissen, wie er auf den Stream hier gekommen ist. Das ist echt absichtlich gesucht oder Zufall war. Und Munge sagt richtig. Richtig wozu? Kurze Haare. Ah ja, genau. Nice. Yassi, Lila ist pink, Nightbot ist Night Army, 20 ist 30, du bist halt richtig schlau. Yassi, sei ruhig, du bist genauso schlau gewesen im Twitch-Chat. Lass mich bloß nicht anfangen, ey. Solange du mich nicht hatest, hate ich dich auch nicht, Yassi, wie wär's? Ist das ein Deal? Oh mein Gott. Oh, Bro, Tsubasa hat geschrieben, aber ich kann gerade schlecht. Momentchen. Lass mich ganz kurz ans Ziel kommen. Ich möchte noch sicher ankommen, dann können wir gerne noch darüber diskutieren. Oh. So, geht doch. Er schreibt, überleg gerade, wie ich zum Spiel N gekommen bin. Auf deinem Stream bin ich ja seit Minecraft damals. Ah, okay, schon länger hier. Alles klar, okay, wusste ich nicht mehr. Ich werde niemals aufhören, dich zu haten, XD. Okay, Yassi, weiß ich. Munge, Hashtag Fragfolas, wie heißen meine beiden Katzen? Das ist echt wieder eine Frage, die... wo ich gar keine Chance habe, solche Rate- oder solche Schätzfragen, wo meine Antwort wenigstens begrenzt ist, so zwischen 0 und 100 mit einer Toleranz von 10, da habe ich wenigstens eine 1 zu 10 Chance. Eigentlich ja eine 1 zu 5 Chance oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich eine Chance. Aber wenn es darum geht, errate Namen, errate Noten, wobei bei Noten ist es auch in Ordnung, habe ich so gut wie keine Chance. Also von daher, lass mich raten. Das sind weibliche Namen. Somit habe ich schon viel bessere Chancen. Ich würde sagen, was sind denn Katzennamen? Minka und Jessica, was weiß denn ich? Gott, Jessica ist doch kein Katzennamen. Was laberst du denn? Oh nee. Was ist das? Oh, tricky hier. But I can do this. I can do this, no problem. No problem. I ain't got no problem with that. Die eine heißt doch Chrissy, oder nicht? Oh shit, das kann sein, Yassi. Ja, stimmt. Oh nee, sie hat's gestern erst gesagt. Ich bin so dumm. Ja, I'm an idiot. I know. Kurz mal hier den Kurs betrachten, bevor ich hier loslege. Ah, was zum... Das ist aber mies hier. Nein! Ah. Munge meint, eine heißt so wie eine vom Stream, die eigentlich fast nicht mehr zuschaut. Ja, das war dann Chrissy. Weil sie keine Zeit hat und die andere wie eine Person von The Big Bang Theory. Penny? Weil weiblich und so viele weibliche Charaktere in Big Bang gibt's nicht. Es gibt noch ein paar andere. Mimimi. Richtig, Yassi. Und die andere? Was, ich hatte Jessica gesagt. Aber Yassi lassen wir durchgehen. Ja. Wenn, mit dem Tipp wäre ich vielleicht draufgekommen, wenn Yassi nicht gleich geschrien hätte. Heißt doch Chrissy. Oh, was, ey. Wie will ich das? Das ist richtig fies. What the fuck is this shit? Nein! You piece of... Modaflippin' Cheat. Ach, was ist denn? Jetzt mach mal ordentlich hier. Dann geht. Fuck! Ich glaube, das Spiel war übrigens auch mal in Computer. Wie hieß denn die? Früher, diese Zeitschrift. Computerspiele? Computer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Oh, shit! Auf so einer CD mit dabei. Penny ist übrigens ein Kater, haben wir aber als Katze gekauft. Warte, was?
Ja, richtig. Und Penny ist übrigens ein Kater. Haben wir aber als Katze gekauft. Computerbild, oder wie das heißt. Computerspiele. Computerbildspiele. Keine Ahnung. Ja, genau davon rede ich. Bro Tsubasa. Da hab ich's zumindest her. Daher kenne ich das Spiel überhaupt. Ich meine, es war da mal irgendwo halt mit drauf. So als kleines Game, wie das damals so üblich war. Oh mein Gott, daher zumindest meine Kenntnis von dem Spiel, verdammt, ey. Computerbildspiele hieß es. Und ja, es war da dabei. Kennst du es auch daher tatsächlich? Unbelievable. Diese Computerbildspiele waren einfach teilweise echt geil. Kennt eigentlich auch irgendjemand die Völker? Also dieses Spiel. Die Völker. Ich glaube, das war bei Computerbildspiele auch damals richtig viel, richtig oft dabei. Ach, mein Fuck! Mein Vater hat das gespielt. Scheiße, ey. Was hab ich für Geschwister und wie viele, fragt Munge. Alter, stop it. Zwei Geschwister? Und was war die andere Frage? Was für Geschwister? Also männlich und weiblich? Ja, ich sag mal. Ein Bruder und eine fucking Schwester, Dreck! Oh. Bruder und Schwester, männlich und weiblich. Oder vielleicht auch zwei Brüder. Weil dein Vater hat dich immer... Ach, egal. Oh, Dreck! Aber ich sag trotzdem Bruder und Schwester. Oh mein Gott. Bleib stehen, du dummer Ninja. Oder an welches Spiel ich mich von Computerbildspiele auch noch erinnere, ist Funkflitzer. Das klingt so richtig behindert. Aber es war tatsächlich ein Spiel und ich habe das Ultra mit meinem Bruder damals gesuchtet. Weil es dann Multiplayer gab und der war einfach fucking geil. Nein! 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 Bruder und Schwester richtig und sie sind älter oder jünger als ich? Beide älter. Was ist zurzeit dein Lieblings-Handyspiel? Fragt Night Army. Eigentlich keins. Ich spiele in letzter Zeit gar kein Handyspiel und ich finde es eigentlich schade, weil ich vermisse es irgendwie so ein bisschen so. Ich habe auch, war auf dem Geburtstag von meinem Cousin am Sonntag und habe da auch mal ein bisschen durch den Play Store durchgeschaut, aber nichts wirklich Ordentliches gefunden. Hat irgendjemand da momentan ein Lieblingsspiel, das mir vielleicht vorschlagen kann? Ich musste natürlich kurz vor dem Ende verrecken. Das war wieder so typisch. Ah! Stop it! Wurde gesagt, richtig. Ich sag hier, heute habe ich einfach einen Lauf. Haben meine Geschwister schon Kinder? Oh... Ich sag mal ja. Ja, sie spielt Down the Mountain. Was ist das denn? Worum geht's da? Was ist das für eine Spielart? Oh ja, ich hab's Level geschafft. Natürlich war das letzte wieder so ein Assi-Level. Musste ja so sein. Oh, what the hell is this? Einfach durchhüpfen. Aha, vielleicht nicht ganz so einfach. Ha! Shit!